Das ist unser bestes Zimmer. Es ist riesig und gut ausgestattet. Ihr werdet es lieben. Es ist perfekt für uns. Hier ist das Geld. Das ist mein letztes Geld. Lass uns anfangen zu bauen. Oh. Huh? Ich will auch hier leben. Wir haben die beste Gegend für dich. Hey, ich bin Rob. Wow. Carrie, wir müssen unseren neuen Nachbarn kennenlernen. Ich kann jetzt nicht. Ich gehe und sag Hi. Hi. Sorry. Nur VIPs sind erlaubt. Wie gemein ist das denn? Was ist das? Diese Materialien sind nicht gut für mich. Wow, das brauche ich für mein Haus. Das wird der Rahmen sein. Und ich werde ein starkes Holzgerüst bauen. Ich lege die Bretter hier. Und hier hin. Noch ein bisschen bohren. Und schon ist das Bett fertig. Oh Mann. Ihr könnt es euch einfach liefern lassen. Angeber. Cool. Und mein Bett ist fertig. Seht zu und lernt. Er ist so arrogant. Wow. Mein Haus wird aus Pappe sein. Die Wände. Ich befestige sie gut und fest. Und das Dach. Ich werde Ziegel malen, damit es schön aussieht. Ich streiche das Holz an. Mein Bett wird mit Geld bedeckt sein. Und dein Geldkissen wird schön bequem sein. Ich brauche einen Rasen vor meinem Haus. Ich brauche Samen. Und gieß dann den Rasen. Ich werde mein Haus mit Pflanzen verzieren. Mein Bett wird das Schönste sein. Wände aus Stoff. Ein weicher Teppich. Vorhänge und mein Lieblingsbild. Sehr gut. Ein Sitzsack. Und ein Selfie. Ich werde hier auf jeden Fall etwas finden. Geld. Noch mehr Geld. Hier ist sie. Meine goldene Decke. Und ich werde online shoppen. Oh. Das brauche ich. Und eine Lampe. Und das. Oh. Bezahlen. Bezahlen.
ich brauche einen roten Teppich und Hausschuhe. Wow. Ich brauche noch eine süße Deko. Hier wird es einen Accessoire-Tisch geben. Exotische Pflanzen sind perfekt für das Obergeschoss. Und ein paar gemütliche Lichter. Und ich werde eine Ziegelwand machen, auch wenn ich die Ziegel selbst malen muss. Und jetzt kümmere ich mich um den Zaun. Ich schneide ihn aus Pappe aus und klebe ihn zusammen. Ein Haustier aus Pappe. Lichter. Wie schön. Ein Namensschild. Carrie wohnt hier. Das ist ein reiches Schild. So sieht ein reiches Schild aus. Wie kann er es wagen? Ich werde meinen Stress mit Süßigkeiten wegessen. Warum liegen deine Verpackungen hier rum? Ah, ich habe eine Idee. Ich werde einen leuchtenden Vorhang aus Verpackungen machen. Cool. Ein Fenster wird hier drüben sein. Aber ich brauche eine schöne Landschaft. Fertig. Perfekt. Ich werde nicht malen. Ich werde ein Tablet statt eines Fensters nehmen. Und heute werde ich mir das Meer ansehen. Du bist so witzig. Ich genieße lieber diese Aussicht. Wo ist meine Decke? Ich habe eine Lieferung für diese Adresse. Aber für wen ist sie? Ich habe keine Ahnung. Das Paket ist für mich. Da muss ein Hund drin sein. Nein, da ist meine Halskette in der Schachtel. Gib her, meine Yacht ist da drin. Meine Yacht passt da bestimmt nicht rein. Das sind meine neuen Sachen. Ich weiß nicht, für wen es ist. Ich bringe es einfach zurück. Ich zahle. Aber lass das Paket hier. Von mir aus. Das Paket gehört mir. Nein, mir. Nein, es gehört mir. Gib her. Keiner da? Ich werde eine Überraschung für das reiche Mädchen zurücklassen. Das wird so lustig. Was? Wer hat mein Gemälde ruiniert? Das Pappmädchen. Du warst es. Nimm das. Ich werde mich rächen. Was tust du da? Du hast mein Gemälde ruiniert. Das war ich nicht. Er war's. Das ist so witzig. Wir müssen ihm eine Lektion erteilen. Nein, tu das nicht. Bindet mich los. Willst du den neuesten Tee probieren? Klar. Worüber tratschen die? Ich wünschte, ich könnte es auch hören. Das ist verrückt. Sie reden bestimmt über mich. Roberta, deine Haare sind mega schön. Dieser Haarreif wird dir gut stehen. Wie findet ihr diese Frisur? Das ist der angesagteste Trend. Du brauchst einen helleren Farbton. Diesen hier. Auf keinen Fall. Ich vergesse es lieber. Der Pappfernseher ist fertig. Ich sehe mir Tum Tum an. Und ich schaue Tum Tum auf meinem Tablet.
Mein Lieblingsvideo. Oh. Mädels, kommt her. Oh. Mit Freunden macht es viel mehr Spaß. Und auf einem großen Bildschirm.